Hallo, weißt du, was passiert, wenn man eine Nachtschnecke und ein Nashorn kreuzt? Ich weiß es auch nicht. Und auf die folgende Frage hätte ich auch nicht antworten können. Ich habe hier ein Mainboard, beziehungsweise ein Laptop, Acer V3571G. Laut Kunde Ladebuchse defekt lädt nicht immer. Und was ich finde? Hier haben wir die zwei Eingangs-MOSFET. Erster MOSFET PQ9, zweiter MOSFET PQ10. Ich lasse ein wenig Zeit, dir etwas auszufinden, warum diese Kombination nicht so richtig miteinander funktioniert. Eigentlich sieht es so aus, dass das Mainboard Strom bekommt. Aber wenn ein Akku drin ist, beziehungsweise ein aufgeladener Akku drin ist, dann geht es ins Kurzschluss. Was kann es sein? Ich hoffe, es ist zu erkennen. Also wir haben hier einmal erste MOSFET, ein AON 4407A. Als zweite MOSFET ebenfalls AON 4466. Die Frage lautet, was passiert, wenn man ein N-Kanal erste MOSFET durch ein P-Kanal MOSFET ersetzt? Ich hätte auch nicht antworten können. Es passiert Folgendes. Wir haben bei der ersten MOSFET eine Eingangsspannung 19,5 Volt. Dann am Gate haben wir, wie das für N-Kanal-MOSFETs normal ist, ungefähr 6 Volt mehr, also 25 Volt, haben eine Ausgangsspannung 18,8. Aber warum? Es gibt keinen Kurzschluss, es gibt keine Niederohmigkeit, nichts. Nichts zu nichts mit nichts gegen nichts. Wenn man denkt, dass man schon alles gesehen hat, immer kommt etwas Neues. Tschüss, bis zum nächsten Mal.